Na, Geist, seid ihr bereit für einen weiteren Part Dragon Quest? Ich bin es. Und wie ihr sehen könnt, sind wir hier in Argonia, nicht mehr im Dreieckstal. Und ich habe gute Nachrichten, Freunde, denn wir haben etwas im Alchemiekessel, das bereits auf uns wartet. Ah, die Stunde der Wahrheit. Ich kann es kaum erwarten. Sehen wir uns einmal an, was du da zusammengebraut hast. Du hast ein Flüssigmetallschwert hergestellt. Ja, sehr geil. Freunde, das Flüssigmetallschwert ist nebst der Überfalkenklinge das stärkste Schwert im Spiel. Naja, nicht ganz das stärkste, aber zu dem werden wir noch kommen. Glaubt mir. So, ja, ich war da gar nicht mal so falsch mit dem Jägerbogen, nur dass da noch ein Zwischenschritt fehlte. So, wir brauchen nämlich einen Jägerbogen und ein Strumpfband. So, daraus gibt es einen Armorbogen. Und diesen Armorbogen müssen wir zusammen mit dem Langbogen und dem Chironbogen verschmelzen. Und dann gibt's den besten Bogen im Spiel. So, jetzt schauen wir aber mal, was denn das so kann. Eieiei, eine außergewöhnlich harte Klinge sorgt dafür, dass dieses Schwert großen Schaden anrichtet. Okay, schauen wir uns das mal an. Eieiei, sieht die geil aus, oder? Die sieht mal so richtig geil aus. Jetzt brauchen wir nur noch ein geiles Schild und dann haben wir komplette Scheiße hier. Schön, gut. So, und natürlich gibt es einen Grund, warum ich in Argonia bin. Und zwar hoffe ich, dass jetzt diese Quest, die ich schon lange, lange mal starten wollte, jetzt available ist, ne? Always from the available. So, bevor wir aber das tun, oder bevor wir es probieren, gehen wir mal in die Kirche und speichern eine Runde. Denn ich bin gespannt, wie lange wir denn jetzt schon spielen. Speichern. Ja. Steckplatz 1. Oh, ich hasse das, wenn ich niesen muss, aber nicht kann, ey. Oh, scheiße. Da 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 da. So. Eieiei, schon 65 Stunden. 65 unglaubliche Stunden, Freunde. Eieiei. Das ist krass. Und ich weiß ja nicht, vielleicht ist das sogar die 100. Folge. Ich muss mal nachgucken, wann denn die 100. Folge war. Vielleicht war es auch die letzte oder diese hier. Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht auch die nächste. Keine Ahnung. Ich werde schon noch sehen. Ja. Mal gucken. So, jetzt gehen wir aber weiter. Moment. Ach du Scheiße, Mann. Wie viel Magie ich schon wieder verbraucht habe hier, ey. Okay, ich glaube, ich werde ganz kurz mal pennen gehen. Ganz einfach, weil, falls die Quest aktiv ist, brauchen wir wahrscheinlich die Leben. Und ja, deshalb besuchen wir kurz das Inn, um unsere Leben aufzufrischen und dann geht's los, ne? So, das ist, glaube ich, das Inn hier, ne? Aber der eigene... Ah, hier. Sehr schön. So... Es ist 2:30 morgens. Scheiße, scheiße, scheiße. Naja. Wayne. 80 Goldmünzen. Okay, das, der Preis ist in Ordnung. Ja. Falsche Musik im falschen Spiel. Ja, ihr merkt, ich werde ein bisschen müde. Ist, wie gesagt, schon 2:30 und ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Außerdem bin ich ein bisschen krank. Immer noch. Mal schauen. Ich werde vielleicht noch 1-2 Parts aufnehmen und dann irgendwann mal pennen gehen. Kingdom Hearts wollte ich auch noch aufnehmen. Allerdings muss das warten, bis ich dann wieder einen Tag frei habe oder so. Und dann wird es da auch wieder weitergehen hier. Scheiße. Okay. Moment. Ich muss, glaube ich, hier rauf. Du
Ach, scheiße. Schon eins zu weit. Ach genau, hier war das. Moment, wo ist denn das? Ach, da ist es. Okay, also anscheinend funktioniert hier immer noch nichts. Interessant, oder nein, eigentlich ziemlich fragwürdig. Weil eigentlich müsste hier schon lange ein Event starten. Ich bin ziemlich neugierig. Keine Ahnung, wann kann man die Quest denn beginnen, bitte? Kurz vor Rupthorn oder was? Hier ist ja gar niemand da. Die sind alle weg, die Leute. Wo sind denn die? Müssen hier nicht irgendwie, keine Ahnung, Dienstmädchen sein oder irgendeine Frau oder so? Keine Ahnung, ey. Scheiße. Naja, okay. Dann eben nicht, ne? So, was wir aber tun werden, da das hier nicht funktionieren möchte, Moment, hier, so, zack. Das Dunkelblau, ich sag schon wieder Blau, Mann. Dunkelbaumblatt benutzen und es zeigt auf Neos. Okay, interessant. Interesting. Gut, dann teleportieren wir uns eben mal kurz nach Neos. Oh, schon wieder niesen, ah, scheiße, ich kann nicht niesen, Freunde. Tut mir leid. Könnt ihr euch noch an Argonia erinnern? Da, wo wir den fetten Prinzen ins Dings begleitet haben. Da hatte ich doch so eine üble, warme Attacke. Also, dass ich da voll heiß hatte und irgendwie nichts mehr gebacken bekommen habe. Ja, so ziemlich ähnlich geht's mir jetzt. Ich habe übelst warm, obwohl es gar nicht mal warm ist. Und könnte direkt mal hier umklatschen. Aber okay, das werden wir nicht tun. Das wäre keine gute Idee. So, was aber eine gute Idee ist, ist diese Viecher hier kaputt zu hauen. Am besten mit einem Schlag. Zack. Komm schon, ein bisschen vorschwächen. Kann der Angelo den Rest machen hier. Schön, sehr gut. Pew, bitch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, Experience Points bringen die überhaupt nicht mehr. Ah, ich muss mich übrigens noch korrigieren. Entschuldigung. Die Flüssigmetallschleime geben 10.000, während die Königmetallschleime 30.000 EP bringen. Habe ich, glaube ich, falsch gesagt, ne? Aber was? Willst du mich verarschen? Ja gut, dann müssen wir eben... Moment, dann machen wir das anders. Machen wir das eben so. Jetzt können wir ja fliegen. Und deshalb können wir das Ding einfach mal verfolgen. Interessant wäre aber jetzt, wenn wir... Ja, natürlich haben wir das Blatt nicht aktiv. Ja, das bringt uns gar nichts dann. Weil ich meine... Ach, doch. Es ist aktiv. Schön. Gut. Dann gehen wir jetzt mal in diese Richtung. Okay, da hoch. Ja, da ist es. Was ist da in der Ferne? Seht ihr das, Freunde? Ein schwarzes Viech am Himmel. Und das Blatt zeigt genau auf dieses Ding. Was das wohl sein mag, Freunde? Es ist der verdammte Hund, es ist der verdammte Köter mit dem Zepter in der Hand. So, da wir jetzt fliegen können, die Verfolgung aufnehmen und diesen verfluchten Köter endlich zur Strecke bringen. So, komm, hol auf, Kind von Imperia, wir müssen das Vieh kaputt hauen. So, komm. Scheiße, ist ziemlich schwierig, das Viech zu fangen. So, komm schon. Es gibt Saures, du kleiner Wichser. Naja, das war der Hund von diesem Magier. Er ist böse geworden. Sprich, Rupthorn hat ihn in seinem Bann. Und warum ich ihn nicht einholen kann, das geht mir auf den Zeiger hier. Komm, gib ein bisschen Gas jetzt. Imperia Sohn, wie soll ich denn einholen? Komm schon. Hallo?
ich drück ja. Ich will ja hier boosten, aber es geht nicht. Naja, okay. Wo der wohl hinfliegt? Da hoch. Oha. Oha. Tja, Freunde, was der wohl da macht? Interessant. Ich glaube, wir haben uns diese Insel noch gar nicht angesehen, oder? Nein, haben wir nicht. Deshalb werden wir das jetzt tun. Wir sind noch gar nie hier gewesen, glaube ich. Kann das sein? Das kann, glaube ich, gut sein, oder? Naja. So. Auf jeden Fall werden wir das hier jetzt erkunden. Dieser verdammte Köter ist da hoch. Ich glaube, hier gab es auch noch irgendwelche Truhen oder so. Meine Fresse, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht. Lalalala. Genau, und hier können wir uns auch noch ein paar Waffen kaufen. So, was haben wir denn hier? Oh, ein Adlerdolch. Ein Kurzschwert, diese klingen schon so scharf wie Adlerkrallen. Okay, heiliges Silberflorett, Partisane und Stahlsensen. Naja, okay. Wir haben ja schon lange eigentlich hierher gekonnt. Seit wir das Schiff haben, sollten wir hierher können. Allerdings den oberen Teil der Insel haben wir noch nicht erkunden können, weil da alles abgeschlossen war und was auch immer. Und jetzt können wir da hoch. Natürlich mit Imperias Sohn. So, was haben wir hier? Ein Silberpanzer, eine Ritterrüstung, Zauberrobe. Naja, alles Standardkram von damals, den wir nicht mehr gebrauchen können. Okay, da war das in. Da haben wir das. Da haben wir die große Kapelle. Ach du Scheiße, was ist denn da passiert? Oh nein, dieser schreckliche schwarze Hund. Oh, eure Heiligkeit. Okay. Also hat der Hund schon zugeschlagen. Natürlich sind wir wie immer zu spät. Obwohl wir direkt hinter ihm waren. Naja, okay. Okay. Dann schauen wir mal, was es hier drinnen gibt. Da 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 da. Hey, den Typen kennen wir doch. Lorenzo, bitte mach, dass Jessica sich in mich verliebt. Oh, wieso um alles in der Welt müssen hier alle so einen Lärm machen? Ich kann mich ja selbst kaum beten hören. Okay, der hat also immer noch Hoffnungen, dass Jessica eines Tages zu ihm kommen wird. Naja, wenn der wüsste. Ja, was haben wir denn hier? Eigentlich nichts, ne? Nichts wirklich Wichtiges. Keine Truhe, kein gar nichts. Meine Fresse. Voll die lame Party hier. Naja, okay, dann gehen wir eben wieder raus. Heilige Scheiße, Freunde, bin ich krank, ey. Das gibt's doch nicht. Okay, also dass ich krank bin, das wissen wir ja alle. Aber dass ich so krank bin... Naja. Ich glaube, hier gab's doch... Gab's keine Items, Mann? Gab's doch Items. Heilige Scheiße. Keine Truhe, kein gar nichts. Nischt. Das ist mal langweilig hier. Langweilig. Ich bin groß und habe Muskeln und eine Glatze. Darum verstecke ich mein Gesicht mit deiner Maske. La 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 la. Ja, da sieht man schon den großen Berg im Hintergrund. Mit diesem Glas-Dingens. Soll das ein Lift sein? Ich weiß es nicht. Oh, aber was ich weiß, Freunde, ist, dass der Amorbogen fertig ist. Und was ich auch noch zeigen wollte eigentlich. Ich habe noch zwei Overworld-Monster gefangen. So, Amorbogen. Alter Schwede. So. Moment, jetzt muss ich halt den anderen Bogen wegmachen, ne? Sonst kann man den nicht kombinieren.
Ich hoffe jetzt nicht, dass es direkt zu einem Kampf kommt oder so, weil sonst hätte ich ein kleines Problemchen. So. Aber den Kampf werden wir, falls es einen geben sollte, eh erst im nächsten Part machen. So, ein Bogen der Illusion, dessen Pfeile ihr Ziel verwirren können. Sehr gut. Dann haben wir hier Verbündeten regeneriert mindestens 30 LP. Und dann haben wir noch den, wo haben wir ihn? Den Langbogen hier. Zack. Die drei besten Bögen kombiniert. So, und jetzt funktioniert es auch. Ja, mal schauen, was es da Schönes gibt. Ja, genau, ich wollte euch noch ein Monster zeigen. Oder zwei Monster, besser gesagt. Eins ist in der Reserve. Dieser Hackziller wird einfach immer stärker. Meine Fresse, schon 790 LP. Gut, wir haben einen Argus bekommen. Titan tun nicht gut. Der ist in der Nähe vom Dreieckstal. Und da kann man den finden. Ist zwar ein bisschen schwächer als der andere, habe ich, glaube ich, ja. Aber ist dennoch ganz in Ordnung, ne? So, hier sieht man. So, es gibt noch einen dritten, wie ich mich erinnern mag. Und diese drei können dann eine gemeinsame, richtig heftig krasse Verzweiflungsattacke ausführen. So, dann haben wir aber noch den Erzfeind gefunden. Ja, ein Erzdämon, der 926 LP hat. Dazu noch 304 Angriff, also fast so stark wie der hier. Nur mit 100 LP mehr. Dafür ein bisschen weniger Abwehr, also ziemlich schwache Abwehr und nicht so extrem flink. Aber okay, er ist auf jeden Fall stark und ich glaube, er kann sogar eine Magieattacke. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Heilige Mutter Teresa, ne? Ach du Scheiße. Ja. Ziemlich eklig, ich weiß. So, dann gucken wir mal. Was wir hier tun, hä? Komme ich hier nicht rüber? Doch, klar. Hauptmann Marcello hat uns vielleicht will das so ein Priester kommen. Okay. Coole Scheiße. Da ist er, Marcello. Endlich treffen wir dich wieder. Hey, warum dauert das so lange? Wo steckt die Plattform? Tut mir leid, aber ihr wisst ja, wie das ist. Schließlich bin ich nur ein einfacher Wächter. Ich kann da auch nichts machen. Verflucht. Hey, Marcello. Hast ein kleines Problemchen? Ich habe keine Zeit, mich mit euch aufzuhalten. Ja, aber weißt du was? Fick dich. Denn ich muss nicht auf diese Plattform warten. Ich habe was viel Besseres, mein Freund. Und zwar ein Göttervogel an meiner Seite, mit dem ich einfach da hochfliegen kann, wenn ich das will. Ne? Marcello. So. Und jetzt machen wir einen großen Schlenker und gehen auf diese Insel zu. So, dann würde ich mal sagen, landen wir eigentlich direkt mal hier, oder? Ja, schön. Zack. Einfach mal hier oben landen. What the fuck? Ach du Scheiße. Freunde. Rapthorn ist da. Und der Himmel verdunkelt sich. Ach du Scheiße. Okay, wir sind also auf der anderen Seite angekommen. Alles klar. Ja, Freunde, im nächsten Part werden wir die Villa betreten und schauen, was dieser verfluchte Köter angerichtet hat. Bis zum nächsten Mal bei Dragon Quest 8. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Tschüss.